Aufgabe K06 wollen wir heute machen. Wir sind noch im Thema Kräfte am Strahlenkörper. In diesem Kapitel gibt es viel diskutiert, nämlich das Thema Drehmoment. Aufgabe K06 ist eine schöne Aufgabe, nochmal das Kapitel. Wir haben natürlich das Kapitel schon abgeschlossen, aber ich habe gedacht, vielleicht vertiefe ich dann nochmal zusammen mit den Studenten diese Aufgabe von Drehmoment für verschiedene Varianten. Hätten Sie vielleicht später in der Prüfung bekommen. Hier heute handelt es sich um ein Gerät, sogenannte Sicherheitsventil. Das Ventil. Ja, also hier das Ventil besteht aus einem Stützkörper und diesem dreieckförmigen Körper. Und dieses dreieckförmigen Körper wurde verbunden mit einem, ja, sage ich mal, Kappe. Das ist so die Kappe. Und diese Kappe, wenn man dann von oben anschaut, sieht zylindrisch, also ein kreisförmiger Kreisschnitz. Kreisschnitzfläche. Und die Kreisfläche, natürlich kennen Sie, wie r Quadrat, wenn man dann den Inhalt berechnen möchte. Aber die erste Aufgabe lautet: Beschreiben Sie den Aufbau und die Wirkungsweise eines Sicherheitsventils. Ja, erstmal dieses Sicherheitsventil. Der Aufbau besteht also aus diesem Stützkörper, einem großen Stab. Dieser Stützkörper und ein Gewicht. Ein Gewicht. Ja, und was gibt es denn eigentlich hier? Das ist eigentlich ein zum Beispiel Gaskammer oder ein Kessel, wo Dampf gibt es. Dampfkessel zum Beispiel. Hier in diesem Kessel wird Dampf produziert und dieser Dampf übt ja eine bestimmte Kraft an die Kappe, an das Sicherheitsventil. Und genau dieser dreieckförmige Körper und die Kappe bildet ja sogenannte das Ventil. Das Ventil selbst ist eigentlich hier. Das heißt, dieses Ventil kann geöffnet werden oder geschlossen werden, kommt auf den Druck von dem Dampf an. Und warum heißt das Sicherheitsventil? Weil, wenn es zu viel Dampf in diesem Kessel, wird dieser Kessel gefährdet. Zu viel Dampf bedeutet zu viel Kraft, der Kessel kann explodiert werden. Darum, meine Damen und Herren, wir brauchen dieses Sicherheitsventil. Und wie funktioniert das? Das ist eigentlich ein Spiel von Drehmomente. Und wer übt oder wer verrichtet hier ein Drehmoment? Erstmal dieses Kraft verrichtet ein wechselndes Drehmoment bezüglich dieses Drehpunkts. Bezüglich dieses Drehpunktes übt dieser Graph ein Drehmoment aus. Und außerdem, der Stab hat ein Gewicht. Ich glaube, das steht auch, nein, leider nicht. Aber in der Klausur zum Beispiel, ich habe eine Aufgabe, wo der Stab selbst hat ein Eigengewicht. Hat ein Eigengewicht. Okay, das heißt, hier übt auch diese Eigengewichtskraft ein wechselndes Drehmoment bezüglich des Drehpunkts. Und last but not least, hier übt das, nicht das, sondern der Dampf eine Kraft. Ja, die Beziehung mit dem Druck ist natürlich P ist gleich F geteilt durch A. Na, man kann die Kraft berechnen, wenn man den Druck kennt. Den Druck ist auch hier gegeben, denn Dampfdruck ist 9,05 mal 10 hoch 4 Pascal. Jetzt, ich werde Sie in jedem Breakout Rooms bringen und Sie sollen nochmal nachdenken, wie funktioniert eigentlich dieses Sicherheitsventil. Ja, ich sage Ihnen, es ist nur ein Zusammenspiel von dem links drehendes Drehmoment hier, rechts drehendes Drehmoment, wenn es Eigengewicht von dem Stab gibt. In diesem Fall natürlich noch nicht. Und wenn es hier Gewichtskraft gibt, es ist auch ein Drehmoment nach rechts, wechselndes Drehmoment. Das heißt, Zusammenspiel verursacht, dass das Ventil manchmal geöffnet oder manchmal geschlossen werde. Es wird geöffnet, wenn es zu viel Dampf ist.
Es wird geschlossen, wenn der Dampf übt kein größeres Drehmoment bezüglich des Drehpunktes im Vergleich oder im Gegensatz zu dem Drehmoment von dem Stab und zu dem von dem Drehmoment von dem Gewicht. Gut, und dann berechnen Sie dann die Aufgabe 2. Wie groß muss diese Gegenkraft sein, damit es beim Druck von 9,05 mal 10 hoch 4 Pascal wird das Sicherheitsventil geöffnet. Also dieses Sicherheitsventil öffnet und schließt. Öffnet und schließt. Zu viel Dampf wird geöffnet, zu wenig Dampf oder kein großer Dampf dann geschlossen. So, das ist mein Hinweis für K06. Und dann machen Sie die andere Aufgabe. K06. Ich zeige nochmal Ihnen. K04 und G51. Ja, diesmal bitte geben Sie, ich brauche Note für die Übung. Sie dürfen alle Materialien öffnen, alle Formelsammlungen, alle Sachen öffnen. Ja, und dann ich lege in Classroom. Ich kann zum Beispiel jetzt schon im Classroom etwas anhängen und Sie sollen das bitte später Ihre Arbeit fotografieren und in diesem Classroom jetzt anhängen. Okay, Sie können eigentlich jetzt schon anfangen mit der Arbeit. Später legen Sie.